Heute in der Sendung: Hannoversche Grüne stellen sich für die Landtagswahl auf. Und klimaneutral ins Jenseits, ein Lastenrad als Leichenwagen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Im Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt und die Parteien beginnen sich für den Wahlkampf in Stellung zu bringen. Nachdem die Grünen erst in der Vorwoche ihre beiden SpitzenkandidatInnen für die Landtagswahl nominiert haben, wählen sie nun ihre DirektkandidatInnen für die hannoverschen Wahlkreise, Hans-Magnus Preuß. Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr. Knapp 5 Stunden hat es gedauert. Dann nominieren die hannoverschen Grünen ihre DirektkandidatInnen für die Landtagswahlkreise in Hannover. Dabei setzte sich für den Wahlkreis Dören Norbert Gast gegen seine GegenkandidatInnen durch. Im Wahlkreis Ricklingen Julia Stock. Ohne Gegenkandidat wurde Gerald Heere für den Wahlkreis Buchholz nominiert, genau wie Evrim Chamus für den Wahlkreis Linden und Julia Willi Hamburg für den Wahlkreis Mitte. Zur Abstimmung aufgerufen waren alle grünen Mitglieder, die in den jeweiligen Wahlkreisen wohnen. Zu Diskussionen kommt es am Samstag allerdings nur online und im Chat, denn die Aufstellungsversammlung findet digital statt. Für eine debattenfreudige Partei wie die Grünen ein Wermutstropfen. Also ich sehe die Chancen in der Digitalisierung, aber der Zwischenkontakt, der Politik ja auch gerade so spannend macht und auch so leidenschaftlich, der kann im digitalen Raum nicht so gut stattfinden. Trotz dieser Widrigkeiten zeigen sich die Grünen am Samstag zuversichtlich. So auch Evrim Chamus, die ihre Zielmarke für die kommende Wahl klar formuliert. Mein persönliches Ziel ist, Linden, den Wahlkreis 25, direkt für die Grünen zu gewinnen. Das haben wir in der Geschichte bisher noch nicht geschafft. Ich glaube aber, ich bin der festen Überzeugung, die Zeit ist reif und ich habe richtig Lust. Auch die designierte Spitzenkandidatin und Anwärterin auf das Direktmandat Hannover Mitte, Julia Willi Hamburg, zeigt sich in Wahlkampflaune. Sie macht deutlich, wo die Ansprüche der Partei für die kommende Wahl liegen. Ja, wir wollen regieren, wir wollen diese große Koalition ablösen und wir wollen mit starken Grünen regieren, damit weder SPD noch CDU an unseren Programmatiken vorbeikommen. Zwar ist das Wahlprogramm für die Landtagswahl noch nicht endgültig beschlossen, doch inhaltlich will die Partei mit klassisch grünen Themen überzeugen. Und deswegen ist mein Ziel, dass wir die Energiewende voranbringen, dass wir eine Mobilitätswende vorantreiben, dass wir uns aber auch zum Beispiel damit auseinandersetzen, dass die Hitze in Städten immer weiter zunehmen wird und dass wir deswegen unsere Städte begrünen müssen. Und als Bildungspolitikerin ist mir natürlich auch wichtig, dass wir unsere Schulen und unsere Kitas besser aufstellen, damit wir das Versprechen der Unabhängigkeit vom Elternhaus beim Bildungserfolg dann auch wirklich einlösen. Auch vor dem Hintergrund des starken Abschneidens bei der vergangenen Bundestagswahl zeigen sich die Grünen in Hannover am Samstag selbstsicher. Ob die Partei ihre Ziele erreichen wird und ihr erstes Direktmandat bei einer niedersächsischen Landtagswahl gewinnen kann, das wird sich bei der Wahl im Oktober zeigen. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Das Land Niedersachsen hat die Corona-Winterruhe verlängert. Damit gelten die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie noch mindestens bis zum 23. Februar. Grund dafür sind die steigenden Fallzahlen durch die Omikron-Welle. Es müsse weiterhin vorsichtig gehandelt werden, um eine Überforderung der Kliniken zu verhindern. Die bisher geltenden Regelungen werden weitgehend aufrechterhalten. Veranstaltungen sind weiterhin nur mit maximal 500 Menschen erlaubt. Clubs und Diskotheken müssen geschlossen bleiben. Kleine Änderungen gibt es für den Individualsport auf Sportanlagen im Freien. Hier darf künftig wieder unter 3G-Bedingungen trainiert werden. Die Corona-Testpflicht entfällt nach der neuen Verordnung künftig für Menschen, die in den vergangenen 90 Tagen ihre zweite Impfung erhalten haben. Genesene, deren Infektion nicht länger als 90 Tage zurückliegt, müssen sich ebenfalls nicht mehr zusätzlich testen. Regionspräsident Steffen Krach hat gestern die neue Intensivstation des Klinikums Nordstadt eröffnet. Die Gesamtkosten für Bau und Einrichtung belaufen sich auf rund 8,1 Millionen Euro. Davon übernahm die Region Hannover 7,2 Millionen Euro. Bei der Einweihung anwesend waren neben dem Regionspräsidenten die KRH-Geschäftsführerin Barbara Schulte, der ärztliche Direktor des Klinikums Nordstadt und des Klinikums Siloa Michael Stuffler und Frank Tomek, der KRH-Projektmanager Bau und Technik. Regionspräsident Krach zählt die Bereitstellung einer qualitativ hohen Gesundheitsversorgung zu den wichtigsten Aufgaben der Region Hannover.
Er sei froh, diese durch das Engagement des Unternehmens Klinikum Region Hannover sicherstellen zu können. Der Seniorenbeirat in Hannover ist eine Institution. Der erste Vorsitzende, Jens-Peter Kruse, ist heute bei mir im Studio zugeschaltet. Wir sprechen über die Arbeit des Seniorenbeirats, denn es laufen aktuell die Beiratswahlen. Guten Tag, Herr Kruse, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag, freue mich. Herr Kruse, was genau macht denn der Seniorenbeirat in Hannover überhaupt? Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren der Stadt gegenüber dem Rat und der Verwaltung. Das sind 136.000 Menschen, ein Viertel der Menschen sind über 60 und die gehören alle, wenn man so will, in die Gruppe der Seniorinnen und Senioren und werden vom Seniorenbeirat vertreten. Und wie wird da gewählt und wer kann sich denn wählen lassen überhaupt? Jeder, der 60 Jahre alt ist und in Hannover wohnt, seinen festen Wohnsitz in Hannover hat, kann sich wählen lassen. Es wird gewählt durch eine Briefwahl. Die Stadt Hannover schreibt oder hat inzwischen angeschrieben 136 Personen, die in diesem Monat bis 23. Februar die Möglichkeit haben, einen Kandidaten, eine Kandidatin für den Seniorenbeirat zu wählen. Wir wählen 200 Seniorinnen und Senioren und diese 200 werden dann anschließend die 13-köpfige Vertretung des Seniorenbeirats wählen. Welche Fragen und Themen sind denn bei SeniorInnen in Hannover besonders präsent aktuell? Auch eine ganze Reihe Fragen sind aktuell. Wissen Sie, das geht von der Parkbank, wo man sich mal ausruhen kann vom Einkauf, bis hin zur Frage, wie können wir eigentlich als Stadt Hannover Menschen unterstützen, die zu Hause gepflegt werden? Wie können wir die Heimbeiräte stärken, dass sie die Interessen der älteren Menschen in dem Wohnheim auch vertreten? Das geht um die Fragen von Quartiersentwicklung. Wie können wir es ermöglichen, dass in einer älter werdenden Gesellschaft die Menschen möglichst lange selbstständig zu Hause leben können? Es geht um Fragen von Einsamkeit, die es im Alter gibt, allerdings nicht nur im Alter, auch bei jungen Menschen. Es geht um die Frage, wie wirkt sich eigentlich die Digitalisierung der Stadt auf die Seniorinnen und Senioren aus, die möglicherweise nicht in der Lage sind, diese Technik zu beherrschen. Was kann man tun, damit sie das können? Und wie kann man verhindern, dass Menschen, die diese Technik nicht beherrschen, nicht ausgeschlossen werden? Also eine breite Palette von Themen, die wir im Seniorenbeirat behandeln und die wir immer wieder in die Stadtpolitik einbringen. Sie haben ja eben schon das Thema Einsamkeit genannt. Ich denke, in der Pandemie ist das sehr verstärkt auch, dieses Problem bei SeniorInnen. Welche Vorschläge haben Sie denn da, um die Einsamkeit zu überwinden bei alten Menschen? Ja, wir glauben, dass wir im Zusammenhang mit der Quartiersentwicklung und der Aktivierung von Nachbarschaften, dass wir da Menschen erreichen, durch die Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit den Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und überhaupt der Wohnungsindustrie, weil sie ja ihre Mieterinnen und Mieter kennen. Das Problem der Einsamkeit ist ja, dass die Menschen nicht von allein rauskommen, sondern im Grunde genommen aufgesucht werden müssen. Und deshalb plädieren wir zum Beispiel auch für eine aufsuchende Sozialarbeit, die eben diese Menschen auch erreicht. Ja. Sie sitzen ja auch im Sozialausschuss der Stadt Hannover. Wie bringen Sie Ihre Arbeit aus dem Beirat dort ein? Ja, wir sind im Sozialausschuss, wir sind aber auch in anderen Ausschüssen. Wir werden bei den Tagesordnungspunkten, die seniorenrelevant sind, werden wir natürlich immer auch unsere Ideen einbringen. Wir haben da kein Stimmrecht, was auch richtig ist. Wir haben ja auch kein politisches Mandat. Aber wir werden gehört mit dem, was wir sagen. Und wir darüber hinaus sind wir natürlich auch im Gespräch, zum Beispiel mit der Dezernentin regelmäßig, auch mit den Fraktionen, führen wir Hintergrundgespräche. Wir haben jetzt zum Beispiel vor der Kommunalwahl alle einzeln eingeladen und sie gefragt, was sie dann als Schwerpunkte für die Seniorenpolitik der Stadt sich vorgenommen haben. Also wir sind da sehr gut vernetzt und sehr gut im Gespräch und können uns einbringen. Dass das manchmal dicke Bretter sind, die man bohren muss, also zum Beispiel bei dem Thema barrierefreies Wohnen, barrierefreier Zugang im öffentlichen Raum. Das geht nicht alles von heute auf morgen, aber man muss beharrlich dranbleiben und dann wird es schon besser werden. Zum Schluss noch eine kurze Frage. Wie kann man denn den Seniorenbeirat erreichen, wenn man Fragen oder Anregungen hat?
Ja, relativ einfach. Man kann sich an den Seniorenbeirat wenden. Wir haben eine Geschäftsstelle in der Theaterstraße 3 in Hannover. Und da ist immer auch jemand erreichbar. Man kann uns schreiben, man kann eine E-Mail an den Seniorenbeirat schicken und kann die Aktivitäten, die der Seniorenbeirat macht. Gestern hatten wir zum Beispiel eine wunderbare Veranstaltung mit fast 200 Personen in der Marktkirche zur Seniorenbeiratswahl. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu erreichen, und uns liegt es auch daran, dass die Menschen von der Möglichkeit Gebrauch machen, uns anzusprechen. Ja, vielen Dank, Herr Kruse, für das Gespräch. Ja, ich danke. Ja, geben auch Sie Ihre Stimme bis zum 23. Februar ab. Kommen wir von den Seniorenbeiratswahlen zum Thema Mobilität. Mit den Jahren machen sich viele Menschen auch Gedanken über ihre letzte Ruhestätte. Ganz bestimmt aber nicht, wie man dann überhaupt dahin kommt. Wer möglichst klimaneutral auf einem Lastenrad aus dem Leben scheiden möchte, wendet sich an ein ganz besonderes Bestattungsinstitut in Langenhagen. H1 Mediengestalter Felix Svoboda begleitet in seinem Abschlussfilm seiner Ausbildung den radelnden Bestatter Bernd Vogel. Mein Name ist Bernd Vogel. Ich bin Geschäftsführer der Firma Bestattungsinstitut Richard Eggers in Langenhagen und in Isernhagen. Ursprünglich war es also so, dass wir versucht haben, 2018 einen neuen Bestattungswagen anzuschaffen, und habe ich gemerkt, in Sachen Transport, Klima hat sich ziemlich wenig getan, und habe deshalb überlegt, ob man nicht ein Lastenfahrrad umbauen kann, damit wir Särge und Urnen fast wie früher mit Pferd und Wagen, diesmal aber mit Hightech-Fahrradtechnik, vom Sterbeort zum Friedhof oder vom Krankenhaus zum Friedhof zu bringen. Nachdem ich einige Zeit gesucht habe, habe ich erst einmal das Grundmodell gefunden, was mir auch von der Zuladung her zugesagt hat, und habe dann eine Firma gesucht, die mir das so umbaut, wie ich mir das vorstelle. Habe da dann eine Firma in Berlin gefunden, die von meiner Idee ganz begeistert war. Und die Kommunikation basierte tatsächlich auf Telefon, E-Mails und Bildern vom Fertigungsprozess. Wir als Bestatter haben meistens Bestattungswagen, die sehr hoch motorisiert sind. Ich habe dann einfach gesagt, was fahren wir eigentlich? In welchem Umkreis sind wir eigentlich tätig? Und das sind so maximal 20 Kilometer. Und mit einem alternativen Fortbewegungsmittel, der Bestattungsradkutsche, ist das definitiv eine Möglichkeit, CO2-neutralen Transportmöglichkeiten zu schaffen. Die Vorteile gegenüber einem Bestattungswagen sind, dass es keine Abgase ausstößt und dass es in Zonen eingesetzt werden kann, wo zum Beispiel kein Autoverkehr möglich ist. Die Reaktion der Menschen ist sehr unterschiedlich, wenn ich mit der Radkutsche unterwegs bin. Es gibt Menschen, die so begeistert sind von der Idee, dass sie ein Selfie mit mir machen möchten. Es gibt Kopfschütteln. Es gibt Menschen, die direkt fragen, was das ist und wie das funktioniert. Ich glaube, es ist ein guter Schritt, wenn Unternehmen ihre Abläufe untersuchen und eventuell für Kurzstrecken Lastenfahrräder einsetzen können. Das wird auch schon in vielen kleineren Unternehmen, Betrieben durchgeführt, und ich denke, es ist der richtige Weg. Und wenn die Politik und die Städte entsprechend die Radwege gestalten, dann halte ich das für ein gutes, klimafreundliches Konzept für die Zukunft. Und jetzt habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Am Freitag, den 11. Februar um 19.30 Uhr, liest die Aktivistin und Feministin Melodie Michelberger aus ihrem neuen Buch. Im Freizeitheim Linden geht es um kritische Schönheitsideale und die Akzeptanz verschiedener Körperformen.
melden Sie sich gerne unter der eingeblendeten E-Mail an. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 6 Euro. Und das war's für heute mit 511. Morgen sind wir, wie gewohnt, um 7:15 mit einer neuen Ausgabe für Sie da. Alles Gute und bis bald.